Da unten ist der Chef. Den gilt es zu töten. Lass mich in Ruhe, ich will zu eurem Chef! Das klingt auch nicht, was geht, ja. 50% des Seelenkelchs ist schon voll. Also wirklich nur die Offiziere geben auch Punkte für den Seelenkelch. Interessant. Da darf ich noch nicht rein. Dann gehe ich immer hier lang, ne? Oh, das war ein Kackbereich im Originalspiel. Weil die Kanonenkugel können halt direkt vom Schiff stoßen. Uhuhuhuhu. Hat geklappt. Hohohoho. Und da verliert man natürlich ein Leben. So. Ja, okay, hier kann man, wie man schon sieht, springen. Aber da unten ist auch was versteckt. Ich will eigentlich runterfallen. Ich falle mal runter. Weil ich weiß, genau, hier sind Sachen drin. Oh, geil, die schöne Musik. Oben geht's lang. Welche Richtung will ich jetzt einschlagen? Die oder die? Oh, hier gab's was einzusammeln. Moment. Nicht? Ich hatte gedacht, hier gibt's was einzusammeln. Hm. Dann nicht. So, da geht's raus. Okay, es ist nicht so geil hier unten. Aber, ah gut, ein bisschen Geld. Ja. Okay, es lohnt sich nicht runterzufallen, habe ich gerade festgestellt. Ach, jetzt bin ich wieder hier. Na, gemein. Okay, also wir sollten es dann doch schaffen. Es ist wesentlich einfacher als im Original, darüber zu springen. So, jetzt muss ich mal kurz überlegen. War hier noch was versteckt? Ja, war es. Da war eine Energiequelle. Da komme ich aber auch so hin, ne? Nee, ich nehme die Mitte. Oder, ach, darf ich gar nicht. Da kann ich auch lachen. Ich nehme diesen Weg, das ist, glaube ich. Ich glaube, das ist besser. Ach, hier sieht man auch da unten. Ja. Okay, ich sehe schon. Wenn man hier runterfällt, kommt man da an die Stelle, wo ich vorhin dachte, dass man da besser aufgehoben ist. Sehr gut. Dann, glaube ich, müssen wir in den Käfig reinspringen. Oh, ja. Perfekt. Das geht hier wesentlich besser. Das war eine richtige Fummelarbeit im Original. Oder es ist eine richtige Fummelarbeit im Original. Gut, da gibt es den Kelch. Ciao. Achso. Okay, der ist tot. Darf ich hier runterfallen, ist die große Frage. Und die da töten? Oder sterbe ich dann? Versuch's mal. Ich darf! So, wo ist Chefchen? Wo ist euer Chef? Oben, ne? Ach, der war da oben, genau. Jetzt darf ich, okay. Kelch kann geholt werden. Sehr schön. So, jetzt will ich aber noch hier irgendwo die Quelle mitnehmen. Wo war denn das? Ich darf die Kamera hier nicht drehen. Ach, scheiße. Da wäre es gewesen, ja. Okay, ich komme ja schon. Ach, nö. Wir müssen den ganzen Weg nochmal machen, ne? Das ist natürlich jetzt nervig. Vor allem, weil ich auch nicht mehr so viel Energie habe.
Da müssen wir es doch ein bisschen langsamer machen. Ich wäre jetzt schon gern zu dieser Quelle hingekommen, muss ich sagen. Okay, dann also nochmal über die Netze springen. Nützt ja nichts, ne? Das nützt ja nichts. Boing, boing. Ich find's super. Ja, soll ich da jetzt echt freiwillig drüber? Oh. Ne, da kommt man auch. Kommt man nur über diese Weise dahin wahrscheinlich, ne? Wie ist denn das hier? Wann klappt denn welcher weg? Momentan klappt gar nichts weg. Hä? Da klappt ja gar nichts mehr weg. Ach so, ist das nur, solange ich das praktisch nicht geschafft habe? Ja, geil. Ha! Das wusste ich noch gar nicht. Das ist ja richtig cool. Supi. Dann nützen wir natürlich die Quelle aus, holen den Seelenkelch und da kommt gleich nur noch der Bosskampf. Wow. Dann ist das Geisterschiff relativ schnell geschafft, muss ich sagen. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. So, wieder da reinhüpfen. Hi. Dann bitte einmal da lang. Dankeschön! Und ich glaube, ich gehe den kurzen Weg. Wenn ich das nochmal machen darf. Zack. So, da wäre nochmal ein Händler. Wie sieht's denn aus? Standardpfeile, Brandpfeile, magische Pfeile. Ach, kein Geld mehr, Pfeil. Scheiße, ey. Ja, da ist nochmal ein Büchlein. Ich glaube, das lesen wir uns mal durch. Der Geisterschiff-Kapitän ist aus hartem Holz geschnitzt. Ihr werdet etwas Stärkeres als die Waffen in eurem Inventar brauchen, um ihn von Bord zu stoßen. Ja. Und zwar mit Kanonenkugeln. Und wir brauchen was anderes, nämlich tatsächlich mal wieder die Keule. Seit langem mal wieder ist die Keule vonnöten. Und zwar die richtige Keule. Und wir müssen aufpassen. Ah, okay. Hier ist echt die Kanone. Oh, ich muss die Kanone echt verdrehen. Okay. Okay. Das ist doch nicht wahr hier. So, komm. Baller drum. Schieß doch drauf. Alles geil gemacht mal wieder. Muss ich schon sagen. Gefällt mir. Okay. Ach komm, das ist kein Feuer an. Das, oh, der wirft ja sogar Sachen. Wie geil. Das ist ja mal geil. Der wehrt sich ja richtig. Muss ich die zurückschleudern oder was? Bin mir gerade nicht sicher. Sieht so aus, als müsste ich. Muss ich mit meinem Schild vielleicht. Moment, muss ich vielleicht mit meinem Schild was abblocken? Das könnte natürlich sein. Vielleicht so. Probieren. Wenn er diese komische Feuerkugel schmeißt. Jetzt? Nee. Das war nicht das Lösung. Letzte Lösung. Wie mache ich das jetzt?
Ah, da ist ja was drin. Ich dachte, das ist eine Keule. Okay. Oder, Moment, kann ich mit meiner Drachenrüstung die Kanone bedienen? Das wäre natürlich jetzt geil. Das wäre jetzt ja ausgetrickst. Ach, das geht! Wie geil! Da habe ich nicht mit gerechnet. Das ist ja mal geil. Das finde ich ja cool. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das im Original ging, dass man ihn praktisch mit dem Drachenkopf auch die Kanone bedienen kann. Geile Sache. Auch, dass man die Kanone verstellen kann seitlich und so. Das finde ich super. Ja, wir haben alles, würde ich sagen. Cool. Das Geisterschiff ist geschafft. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass wir das so gut hinkriegen. Wow. Sehr, sehr cool. Freut mich. Ja, dann würde ich sagen, es ist eigentlich gar nicht mehr allzu viel Zeit. Ich denke, wir nehmen den Heldensaal noch mit. Und dann rüsten wir uns vielleicht für den nächsten Kampf. Mal gucken. So. Du hast nichts Neues für uns, was schade ist. Haben wir noch ein bisschen Geld? Vielleicht kriegen wir jetzt ja gleich ein bisschen Geld. 18. So, was kommt jetzt noch für Level? Ich überlege gerade, die Zeitmaschine kommt noch. Und Zaroks Höhle, ne? Viel mehr ist es nicht. Leute, wir haben es bald durch. Je nachdem, wie gut ich mich bei Zarok anstelle. Ja, und bei der Zeitmaschine kriegen wir eigentlich den letzten Kelch, ne? Ich bin gespannt. So, wer ist es denn diesmal? Nochmal Revenus oder einer von euch? Nö. Nein. Du nochmal? Tatsächlich. Shieldguard. Ihr seid zurück, Mr. Fortescue. Das verdankt ihr wohl meinem Schild. Ich habe noch was anderes, das euch besonders interessieren wird. Mhm. Lebensflash-Schild wäre geil. Nee, Geld. Okay. Dann gehen wir noch mal eben kurz ein bisschen shoppen. Ist zwar nicht viel Geld, aber ja. Oh, was ist das denn? Hä? Wir haben noch mal Geld gekriegt? Wieso lag da auf einmal eine Geldkiste rum? Interessant. Können wir eigentlich noch mal zu ihr? Mal probieren. Ist da noch was Besonderes drin in dem Raum? Nee, sie spricht uns erst noch mal ganz zum Schluss wieder an. Okay. Ja gut, dann, meine lieben Freunde, ist eigentlich der Zeitpunkt gekommen, kurze Aufnahmepause zu machen, bevor wir dann den Rest des Spiels heute Nachmittag annehmen, also für mich heute Nachmittag. Und dann muss ich gucken. Ich werde es zeitlich wahrscheinlich nicht schaffen, noch mehr aufzunehmen. Deswegen, mal gucken, wie das dann ist. Es könnte eventuell dann wieder ein Videoengpass geben nach Medieval, aber das kann ich jetzt noch nicht hundertprozentig sagen. So, mal gucken, was können wir dann kaufen? Magische Pfeile, wäre schön. Haben wir voll. Dann die Brandpfeile. Naja, okay. Ein paar haben wir gekauft. Dann verlassen wir mal den Heldensaal und gucken, was als nächstes kommt. Es dürfte jetzt eigentlich die Zeitmaschine kommen, bin ich der Meinung. Also wie gesagt, es ist nicht mehr allzu viel. So. Aber das wundert mich jetzt trotzdem noch, weil wir müssten eigentlich noch zwei Energiefläschchen bekommen. Ist das so? Wahrscheinlich. So, wir gucken mal. Als nächstes kommt tatsächlich... Ach, die Eingangshalle. Okay, das ist nicht viel. Das machen wir noch eben schnell. Das ist ein ganz, ganz kurzes Ding, glaube ich. Die können wir nochmal eben machen. Das ist nicht so viel. Das kriegen wir hin. Ja, das ist praktisch Saroks Behausung, genau. Aber hier gibt es ganz, ganz einfach und easy einen Kelch abzustauben. Allerdings gibt es hier Kobolde, fällt mir gerade ein. Und da sollte ich jetzt aufpassen, weil wenn ich da jetzt... Oh Gott, Moment. Dann nehme ich jetzt tatsächlich, so blöd das klingt, die Armbrust. Weil ich will nicht mein... Wieso sind die geschützt?
Ich glaub's nicht, die sind geschützt. Ah, ihr Säcke. Ja, dann nehme ich den Hammer. Ich rüste nur die Sachen aus, auf die ich verzichten kann. Den Arm. Wahrscheinlich wird's ja mit dem auch nichts, ne? Mal gucken. Okay, das geht schon. Ah, ich finde die Axt nicht so geil, ehrlich gesagt, aber... Dann nehme ich das... Ich nehme das normale Breitschwert. Da kann ich eher drauf verzichten. Weil das werde ich eh nicht mehr benutzen. Ah, die Musik ist wieder geil. So, wie gesagt, das sind nur zwei, drei Räume, dieses Level. Das machen wir mit links. Aber ich will mal eben kurz gucken, ob es hier noch was gibt. Naja. Ihr seht, der Seelenkelch fühlt sich auch relativ schnell. Ziemlich geil aus, ne? Haben sie schön gemacht. Die Musik ist aber tatsächlich hier die gleiche. Also das war auch im Original schon hier, diese Musik. So, mal gucken, wo gehe ich jetzt am besten lang? Da ist ein Gang. Ich will halt nur vermeiden, dass die mir jetzt meine guten Waffen klauen, mein magisches Schwert oder so. Deswegen nehme ich jetzt halt das alte, in Anführungsstrichen, breite Schwert. Aber das reicht ja auch vollkommen, wie man sieht. Es ist jetzt nicht unbedingt so, dass die jetzt gerade in der Übermacht sind. Oh, ich dürfte mich nochmal aufheilen hier. Das ist ja sehr, sehr geil. Sehr, sehr nett. Ja, wenn das Level geschafft ist, wie gesagt, dann machen wir noch einmal eine Aufnahmepause und nehmen uns das letzte Level und den Endboss vor. Das könnte interessant werden. Ist da was versteckt? Oder mit dem Saxophon oder Flöte, was das da gerade ist. Eine Klarinette ist das, glaube ich. Das hört sich richtig geil an. Ah, hier könnte man seine Waffen wieder kaufen. Hui, sieht doch geil aus. Ah, das ist der Ausgang. Halt, da bin ich gleich lang. Ne, das machen wir noch nicht. Weil hier gibt es mit Sicherheit einen Kelch, logischerweise. Dann habe ich natürlich wieder direkt die richtige Route genommen, beziehungsweise die falsche. Weil wir wollen natürlich erst den anderen Gang nehmen. Und nicht da lang. So, gleich haben wir den Kelch voll. Und dann gibt es noch eine Belohnung. Sehr schön. Ist mein Schwert wieder. Sehr gut. Oh, hier gibt es noch ein paar Bücher zu lesen. Eieiei. Na gut. Dann ist es halt ein bisschen länger. Aber macht nichts. Verlorene Seelen befreit. Aha. Seid euch bewusst, wenn ihr die gefangenen Seelen aus dieser Truhe befreit, müssen sie erneut zur Ruhe gebettet werden. Wer ihnen dabei hilft, könnte gar als größter aller Helden in die Geschichte von Galomer eingehen. Würdet ihr das tun, Sir Dan? Falls ja, ist euch eure eigene Legende gewiss. Ja, das ist ja geil. Das war damals auch nicht so, dass man die praktisch befreien muss, noch die Seelen. Also die brauchen wir tatsächlich später für den Endkampf, diese Seelen. Sehr cool. Das geheime Tagebuch von Zarok. 100 Jahre war ich im Exil. Gewärmt von meinem Zorn, genährt von meinem Leid, begleitet von meiner Furcht. Doch bald werden sie büßen. Sie alle. Auch Fortescue. Er vereitelt meinen ersten Plan, Galomer zu erobern und behauptet posthum, mich getötet zu haben. Wenn ich ihn finde, werde ich ihm sein knochiges Hinterteil versohlen. Ich habe ihn nie gemocht. Ständig trieb er sich am Hof herum und mischte sich ein. Wo wollt ihr mit der toten Katze hin, Zarob? Woher habt ihr das Gehirn, Zarob? Elender Wichtigtor. Geil. Okay, und hier nochmal? Zauberbuch.
Inhalt. Tote erwecken, Seite 5. Stadt in Schlaf versetzen, Seite 71. Blendend aussehen jenseits der 400, Seite 136. Jemanden willenlos machen, Seite 207. Dämonen beschwören, Seite 268. Kartentricks, Seite 298. Sehr schön. Ah, da muss ich noch was sagen. Das wollte ich eigentlich schon beim Schloss König Peregrin sagen. Und zwar, da war es ja so, dass es hieß, dass der König hat ja erzählt, dass die Schattendämonen auf Befehl von Zarok unten oder unterm Schloss sind und schon drauf vorbereitet sind, zuzuschlagen. Und das kann eigentlich nicht sein, weil wir haben ja eigentlich erst die Schattendämonen befreit und uns wurde ja gesagt, dass nicht mal der finstere Zarok sich traut, die Schattendämonen zu befreien. Also die können ja eigentlich gar nicht unter Zaroks Befehl gestanden haben. Die müssen ja schon eigenmächtig gehandelt haben, weil selbst Zarok hatte ja Angst vor den Schattendämonen, wenn man so will. Na, das muss man ja schon mal so... Ja. Okay, raus. Noch einmal in den Heldensaal. Und dann, wie gesagt, speichern wir jetzt ab dann und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Jetzt bin ich aber gespannt. Kriegen wir jetzt schon die Blitze oder gibt's die erst nach der Zeitmaschine? Nee. Nach der Zeitmaschine müsste es die geben. Das ist tatsächlich genau 20 Level, beziehungsweise 20 Kelche. Und er redet gerade nicht mit uns. Das war schon der 19. Huhuhuhu. Der letzte Kelch ist dann der für uns wahrscheinlich. Und ja, auch wenn wir jetzt schon Zeit vertrödelt haben, mache ich das jetzt immer noch. Ich will alle Kelche vom Tisch stoßen. So, her damit. Den auch. Ich schaff das noch. So. Okay, jetzt bin ich zufrieden. Okay. Nee, es gibt auch keine Blitze. Wer will jetzt mit uns sprechen? Er hier! Wer war, wie hieß er noch? Hab schon vergessen. Ja. Hey Daniel, wie macht sich das Schwert? Ich habe doch gesagt, es hat Zauberkraft. Hier ist was für euch. Keine Ahnung, was es ist. Na, wollt ich's riskieren? Ja, klar. Dirk Schwertstreich ist das übrigens. Oh, das ist sehr gut. Nochmal Energieauffüllung. Perfekt. Okay. Vielleicht sollte ich jetzt aber meinen Arm wieder wegnehmen. So. Okay, meine lieben Freunde. Dann würde ich sagen, im nächsten Part schnappen wir uns die Zeitmaschine und dann geht's ganz, ganz stark Richtung Finale. Ich bin echt auf den Endboss gespannt, ob der schwerer oder leichter ist als damals. Auf jeden Fall könnte ich mir vorstellen, dass er ein bisschen innovativer ist, weil das war bei den meisten Bossgegnern jetzt der Fall. Und ja, dann ist das so. Das war die Eingangshalle. Da geht's zum Schiff zurück. Ich will nur mal gucken, ob jetzt als nächstes das Zeitmessgerät, müsste das eigentlich heißen, ob das jetzt kommt. Und das sieht so aus, ne? Der Chronograph heißt es jetzt. Okay, dann ins letzte offizielle Level im nächsten Part, meine lieben Freunde, und zum Endboss. Ich freue mich schon. Euer Alex, ciao. Bis zum nächsten Mal.